Hallo Leute, hier aus meiner Werkstatt. Hier das versprochene Video, was ich gestern angekündigt habe. Die 900er, die ich jetzt nach Hamburg holen war. Ich habe sie jetzt mal aus dem Auto raus. Aber der Passat ist wirklich da eine große Hilfe, wenn man was auf längere Strecken transportieren will. Wie meinen jetzt? Ich habe das Motorrad jetzt wieder raus, habe es jetzt auf der Hebebühne hier stehen. Ich gehe mal drum rum, zeig's euch mal. So, die Sache ist jetzt die: Es ist alles vom Motorrad alles vorhanden. Ich bin jetzt dabei. Den Lenker, die Platte hier vorne habe ich jetzt nochmal drauf gemacht. Das ist also auch meine erste Platte, die ich hier von dieser Sorte montiere, aber es funktioniert. Wichtig ist, was ich jetzt schon mal gemacht habe, die Gabelrohre. Da waren ganz kleine Pünktelchen drauf, wo schon leicht angegammelt war. Die habe ich jetzt mit Akkupatz, habe ich die jetzt schon mal als erste gemacht. Weiter habe ich noch nichts geputzt daran. Ich werde sie jetzt mal ein Stück weiter zusammenbauen, werde das Cockpit drauf machen, den Tank werde ich draufsetzen und man sieht, wenn die Motorräder länger gestanden haben, ich mache mal gerade hier weg, aber man sieht es auch hier, gerade gucken, der Kameramann fehlt heute, deshalb muss ich das selber machen, aber ich habe es versprochen, ich mache euch das Video. Wenn die Maschinen alt werden, der Alu, diese Oxidierung hier, die stößt die Farbe ab. Das ist bei den Kawasaki-Motoren ist das halt nun mal so. Mir geht es jetzt erstmal darum, man sieht es auch hier, die Verschmutzungen vom langen Stehen. Es bleibt nicht aus. Die Vergasergummis in dem Falle sind noch weich. Ich kann sie noch drücken mit dem Finger. Ja, das Ganze sieht noch ein bisschen schlimm aus. Aber erst im Moment sieht es zumindest so schlimm aus. Es ist nicht so gerade so schlimm, wie es für manch einen scheint. Wichtig ist, wenn man so ein Projekt angeht, dass man alles zusammen hat. Wie jetzt zum Beispiel hier unten den Tank. Der Tank ist noch super, er ist gut verstaubt, er muss poliert werden, genauso wie die Motorverkleidung. Die Bugverkleidung. Wie gesagt, wichtig ist, dass alles erstmal da ist. Jetzt habe ich draußen habe ich jetzt noch, mal gehen wir gerade raus. Ja, hier steht's. Die Maske. Die werde ich jetzt auch noch drauf provisorisch drauf vormontieren. Ich werde euch ein Bild zeigen, wie es jetzt, also mir war es jetzt wichtig, dass ihr mal seht, wie es im Normalfall aussieht, wenn so ein Motorrad, wenn man eins, sag ich mal, bekommt, was schon länger gestanden hat. Ist natürlich kein Vergleich, wenn ich das zu sowas hier halte. Das sind Maschinen, die sind aufgebaut. Ja, darüber geht es noch ein Stück weiter. Da, wo der Tank jetzt gerade ab ist, der ist jetzt gerade zum Werbefachmann. Da kommt noch ein neuer Aufkleber drauf. Das ist die Maschine von meinem Kameramann. Der freut sich schon ganz, ganz besonders da drauf, weil er ist auch lange nicht mehr gefahren. Er freut sich auf jeden Fall wie Bolle, dass er nochmal Motorrad fahren kann. So, ich gehe jetzt hin, schraube es etwas zusammen. Dann mache ich dieses Video weiter, damit wir nachher einen Vergleich haben, vorher, nachher. So, erstmal Pause. Ich montiere das jetzt und dann geht's weiter. So, man sieht, ich habe jetzt mal ein bisschen was zusammengeschraubt. Ich will mal ein bisschen kleiner machen, dass man besser sieht. Ich habe jetzt die mittelste Verkleidung nur gerade provisorisch draufgesetzt. Ich versuche es euch so gut zu zeigen, wie es irgendwie geht vom Bild. Immer geht's nicht.
Der Lenker ist jetzt auch drauf, aber diese Spiegel, das ist also nicht mehr so das Tollste, generell auch nicht, denke ich mal. Nur, dass ihr mal einen Vergleich habt, so vorher, nachher. Auch vorne am Rad. Das sieht nicht mehr so schön aus. So, für heute höre ich auf mit Filmen. Ich mache eine Fortsetzung davon. Ich baue das Ganze jetzt auseinander. Einmal richtig komplett runter alles. Dass nur noch der Rahmen nachher im Prinzip alleine da steht. Dann wird eins nach dem anderen sauber gemacht. Da wo es sein muss, neu lackiert. In dem Falle anderen Spiegel drauf. Und so weiter und so fort. Also von dieser Maschine gibt es noch Teil 2. So, ich wünsche euch was. Danke fürs Zuschauen. Hier aus der Kawasaki Hobbywerkstatt in Bitburg. Bei den Eifelbikes Bitburg. Darunter zählen wir uns auch hier. So. Okay, so, viel Spaß. Und dann, das war's jetzt erstmal. Danke.